Der Überfall auf die Bastille brachte nur weitere Täuschung und emotionale Löcher. Sicher, Madames Herrschaft ist zu Ende. Aber meine Vergangenheit bleibt mir dennoch fremd. Ohne mein Gedächtnis habe ich keine andere Wahl, als Edges Anweisungen mit hohler Überzeugung zu folgen. Und obwohl die hier erlebten Gräuel mich zur Erroristin machten, nagt mir die wiedergewonnene Erinnerung an meine Untat an der Seele. Ich trieb jemanden in den Selbstmord. Was habe ich sonst getan? Schlimmer? Edge sieht nur Grund zum Feiern. Unsere befreiten Genossen haben sich rückbesonnen und den Kampf gegen die Sensen-Technologie neu aufgenommen. Und jetzt will er das Rückverwandlungsprojekt ins Herz treffen und Memorize auf ewig zerstören. Sein Plan? Die Bienenkönigin fangen. Cilla Cartier-Wells, Präsidentin von Memorize. Ich muss ihr Weltbild remixen, ihre Vergangenheit entzerren und ihr Herz erweichen. Und so fragte ich mich, ist ein Sieg den Verlust meiner Seele wert? Hebt ein Verbrechen ein anderes auf? Die alte Nillin schien es zu wissen. Doch diese Nillin, sie hat keine Ahnung. Episode 5. Kopfschuss. Und warum ihr euch jetzt wahrscheinlich alle wundern werdet, das erkläre ich gleich. Ein Schuss mit dem Junkbolt lässt ihren Spam überhitzen. Setzen Sie diese... Okay. Oh, Saint-Michel-Bezirk. Waren wir lange nicht mehr. Ach, hier war ja auch... genau, klar. Hier waren wir das ist ja alles überflutet. Die Memorize-Zentrale infiltrieren. Finde diese Hündin Cilla und mach Schluss mit ihrem Rückverwandlungsprojekt. Vernichte ihre irre Vision. Sie darf keinesfalls eine Lieber-Armee aufbauen. Alles klar, Leute. Gut, ja. Jetzt möchte ich euch erstmal kurz was erklären. Im letzten Part sollten wir eigentlich eine Erinnerung remixen. Das Problem ist, ich habe das auch alles gemacht, habe den neuen Part gestartet. Und dann meinte einfach von einer Sekunde auf den anderen mein PC einfach neu starten. Also schwarzer Bildschirm und so, als ob ich den gerade erst gestartet hätte. Kein Bluescreen, kein Absturz, sondern einfach so, als ob der PC einfach hat sich ausgeknipst und ist wieder angegangen. Hat sich neu gestartet. Keine Ahnung wieso. Und das Problem ist, da ich Fraps nicht beendet habe, wie auch, ich konnte ja nicht wissen, dass der einfach abschmiert, ist das dann so, dass diese Videodatei, die ich habe, beschädigt ist. Sprich, ich kann sie nicht mehr hochladen. So, da das jetzt voraussetzen würde, dass ich die komplette Episode 4 nochmal für mich selber spielen müsste, sprich, durch dieses ganze Gebiet da laufe, nochmal die Madame besiege und ich darauf recht wenig Lust habe, nur um euch noch 10 Minuten zu zeigen, also um euch diese geremixte Erinnerung zu zeigen, habe ich jetzt einfach das gelassen und mir gesagt, in der Beschreibung, findet ihr jetzt verschiedene Links mit auch den Uhrzeitenbegrenzungen, also von wann bis wann ihr diese geremixte Szene seht. Ich kann euch schon mal sagen, ihr werdet wahrscheinlich nicht bei jedem Video die gleichen Fails erleben wie ich. Ich kann euch nur sagen, mir sind eigentlich in der Aufnahme ein paar lustige Fails passiert. Wenn ihr euch die Videos anschaut, da geht's ja um diesen Typen und diese Alex und ich habe es geschafft, mich zweimal selber umzubringen und nicht die Alex. Also ich kann euch das schon mal sagen, man muss halt in dieser geremixten Erinnerung geht's halt um diesen Typen und diese Alex und dann haut die Alex halt ab und dann muss man halt die Erinnerung so remixen, dass man die Alex umbringt. So. Und ich habe das halt zweimal so gemacht, dass ich mich selbst umgebracht habe. Also es war recht witzig und deswegen sage ich euch jetzt einfach, dass ihr das euch selbst anschauen könnt da und dann seht ihr die Erinnerung. Wahrscheinlich nicht so, wie ich sie gespielt habe, aber das ist ja auch egal. Also ihr habt nichts Wichtiges verpasst und nur diese geremixte Erinnerung und deswegen hat sie auch gesagt, sie hat jemanden in den Selbstmord getrieben. Weil, ist kompliziert. Schaut euch einfach an, nachdem man die Alex dann umgebracht hat, dann wird der Typ, der denkt ja dann vor dem Schreibtisch, wo der ja am Anfang saß, was ihr auch bei mir in dem Part noch gesehen habt, denkt er dann ja auf einmal, dass seine Alex tot ist und bringt sich dann selber um. So, also schaut euch das Video einfach bei einem anderen an, unten in den Links, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Also nur damit ihr das wisst. So, ich glaube, jetzt habe ich genug erklärt und wir machen weiter. Anheben. Ja, schön. Und jetzt? Ach so, damit ist das nicht mehr unter Wasser. Nicht mehr unter Strom gesetzt. Ah, okay, gut. So war das gemeint. Na gut, der Saint-Michel-Bezirk ist ja alles überflutet gewesen. Und wahrscheinlich warten ja auch wieder Lieber auf uns. Also ich fand die normalen Typen echt deutlich angenehmer, diese Wachen. So Monster sind immer, die haben immer komische Angewohnheiten.
Sind immer nervig. Ach, das ist wieder so eine Roboterfrau. Gut, und hier findet man wieder irgendwo was. Okay, bei so einem Gitter. So, das scheint da hinten. Hilfe. Na, Kollege? Autsch, das hat wehgetan, du Sack. Okay, gut. Ihr wollt's nicht anders. Gut, ich habe gar keinen Fokus. Sagt mir das doch. So, ich muss nochmal schnell meine Kombos anschauen. Welche habe ich denn jetzt alle? Immer noch dieselben. Ich kann aber auch zweimal treten. So. Geht mal weg. Gut, ich brauche ein bisschen Freiraum. So, kommt mal alle hier rein. Dankeschön. Oh ja, jetzt haue ich viel mehr Schaden raus. Das ist geil. Moment mal, habe ich das nicht umgeändert? Dass der da nicht mehr... Der sollte doch da das Schadensteil drin haben, oder nicht? Habe ich das nicht so... Ach nein, das habe ich hier umgeändert, genau. Dass ich da mehr Schaden mache. Au! Boah, ich sag ja! Lieber sind stärker als irgendwelche anderen Bastarde. Ey, das gibt's nicht! Wie stark ist dieser Hurensohn? So, jetzt reicht's mir. Weißt du was? Was aktiviere ich denn jetzt mal? Das Sensendoss am besten. So. Gut, so, komm mal her. Ja, ich bin gleich tot. Scheiße, wie heile ich mich denn nochmal? Ich vergesse diese Dreckskombos immer. Ach so, okay. So, wir können direkt mal wieder ausweichen. Und aktiviere ich jetzt Sensenraserei. Bitteschön. So. Meine Güte. Hört auf, mich zu reizen. Ist ja unglaublich, ey. Könnte ich ausrasten. Ah, nee, da hoch will ich gar nicht. Ich will erstmal das andere suchen, wo das sein könnte. Boah, ey. Nee, aber so auf so einem scheiß engen Raum ist das echt nervig. Ah, ich denke mal hier, das ist das, ne? Ein Fokusboost. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Hä? Auch geiler Fehler. Ich back mich nach da hinten. So. Damit habe ich das gefunden. So, und warum... Die macht so eine Bewegung, weil ihr kalt ist wahrscheinlich. Cool, auch nicht schlecht. So, ist hier hinten noch was? Nö, scheint mir nicht so. Schnell. Das ist unsere letzte Chance, Memorize den Genickschuss zu verpassen. Noch ein Auftrag? Ich bin keine Sklavin, Edge. Und ich bin nicht dein Gewissen, Nillen. Du bist so frei wie jeder andere. Okay, gut. Wo soll ich entlang gehen? Geh ich erstmal hier entlang. Hier scheint aber nichts zu sein, oder? Warum bin ich denn hier hingekommen? Ah, doch! Deswegen. Tja, wegen so einem Teil wieder. Okay. Und hier scheint es hoch zu gehen. Ist hier unten nichts mehr. Ich schaue lieber noch einmal mehr. Nein, hier ist nichts mehr. So, und hier ist Leben. Jawohl. Das kann ich gut gebrauchen. So. Hallo. Die interessiert das auch irgendwie gar nicht, wo man ist. Also diese Roboter... Na, ich musste irgendwie immer automatisch an iRobot denken. Bis zur Saber-Einheit. Überall sind sie produktive Diener der Gesellschaft. Ich will nur wissen, eigentlich mal was wissen, aus Bad Request geworden ist. Ich kenne diesen Ort. Wurde verwüstet. Die Erroristen verbreiten Chaos in der Stadt. Nutze es, um zu Sillas Büro zu gelangen. Alles klar, werde ich. So, gut. Fahrstuhl. Nach oben oder nach unten? Nee, nach oben wahrscheinlich. Die Bedrohung ist gebannt. Dank des Rückverwandlungsprojekts sind sie nun eure treuen Diener. Wieso komme ich dann hier nicht rein? Bis zur Saber-Einheit, überall sind sie produktive Diener der Gesellschaft. Autsch. Ja, das war, glaube ich, falsch. Warum? Das war wirklich schlau von mir. Dank des Rückverwandlungsprojekts sind Ach so. eure treuen Diener.
von der Sanitärversorgung. Ah, okay, ich hab's. Überall sind sie produktive Diener der Gesellschaft. Rückverwandlung mit Memory. So, ich hatte was falsch gemacht. Klar, ich muss das weiter nach oben machen. Genau, ich habe nicht gesehen, dass man da dran springen konnte. So, und jetzt geht das ja. So. Okay, klasse. Das knarzt aber schon ziemlich. Die Leaper-Bedrohung ist gebannt. Dank des Rückverwandlungsprojekts. Sag mir, Edge, wie hast du mich als Terroristin rekrutiert? Tommy sagte, du tauchtest eines Tages in der Bar auf. Eine verlorene Seele in einem Meer aus Trauer. Er wusste gleich, du gehörst zu uns, sagt er. Aber kann man seinen Erinnerungen heute noch trauen? Manchmal denke ich, du bist eher Poet als Freiheitskämpfer. Vielleicht in einer anderen Welt. Okay, so. Sind wir schon mal hier oben? Nein! Da! Komm, Ellen, du schaffst das. Hilfe. Hab ich ja gar nicht gesehen. Was ist das denn jetzt? Toll. Eine Drohne, die so im Kreis wandert. Ist ja auch klasse. So. Aber wir haben es ja geschafft. Bis hierhin zumindest. Gut. So. Gut. Ach so, da hinten gibt es aber auch noch was bestimmt, oder? Hihi. Ja, ein Fokusboost, einen weiteren. Ah! Ah! Oh, Jesus Maria Christus. Gott. Das war knapp. Nee, Nilin, du kannst ruhig da wieder raus. So. Gut. So, wo befinden wir uns jetzt? Die Einheit hat den Bezirk abgeriegelt. Und hepp, einmal hier rüber. So. Ich war so bedrückt. Ich habe nicht mal mehr Heimat. Ein bisschen Sonnenschein wird nicht zu viel verlangen. Edge, dieser Wasserschaden. Sie haben alles verloren. Hilfe! Wegen uns. Die Welt ertrinkt, Schwester. Und nur du hast den Rettungsring für uns. Du sprichst in Rätseln, Edge. Du bist mein Skalpell, Nillen. Die Waffe gegen einen Planeten voller Tumore. Ein Skalpell? Interessante Metapher. Muss ich auch sagen. Ja, ich glaube, mit Edge erleben wir irgendwie noch eine Überraschung, habe ich das Gefühl. Also, ich weiß nicht. Das erinnert mich immer so an Dishonored. Wo man auch gesagt hat, ja, wir sind die Kaisertreuen und bla bla bla, ne? Und dann am Ende, was kam dabei heraus? Ja, ne? Wir wurden verraten von den Wichsern. Ne, also deswegen bin ich ja auch so ein bisschen skeptisch. Was zum... Ihr wollt ernsthaft hier auf beim mit mir kämpfen? Ihr tickt doch nicht mehr ganz richtig. Hört auf, mich zu schlagen. Kommt her, los. So. Komm her. Tritt, Schlag, Tritt. Na, verdammt, verkackt. Tritt, Schlag. Okay, wir konnten es nicht weiter ausführen. Sie waren alle tot. Ich finde aber auch nicht, dass die Bürger das hier verdient haben. Also, ist auch nicht wirklich so, das Wahre. Ich höre nicht zu. Hau ab. Ich höre nicht zu. So, hier gab es doch noch irgendwo was. Also in der Nähe zumindest. Sollte hier noch irgendwo was geben. Bestimmt hier unten, kann das sein? Mann, ich sehe das Bild jetzt nicht mehr genau. Ach, verdammt, wo war das denn nochmal jetzt? Egal. Gehen wir erstmal nach hier. Irgendwo hier in der Nähe wird es schon sein.
Aber wahrscheinlich habe ich es gerade wieder verpasst, oder? Ich weiß es nicht. Oder? Bin mir nicht sicher. Ich glaube aber schon. Naja, und hier dürfen wir jetzt erstmal wieder kämpfen, oder? Na, hallo. Ja, das war so klar, dass das wieder so unsichtbare Spastis sind. Komm mal her. So, und dann machen wir mal wieder unser Sensendoss an. Gut. Tritt, Schlag, Tritt, Schlag, Tritt. So, erstmal die hier ordentlich vermöbeln. So. Gut. Hi. So, bist du noch du übrig? Komm her, wo bist du? Hi. Oh, scheiße. Ach so, das Licht ist ausgegangen. Ah, witzig, Leute. Echt witzig. Ein Unsichtbarer von denen. Wollen die mich jetzt verarschen? Nee, nee, da, das weiß ich, wie ich das mache. Sensenraserei. Den verprügel ich erstmal so. Da, scheiße. Steigende Flut. Oh, das könnte echt ein harter Kampf werden. Da aktiviere ich doch am besten mal Logikbombe. Auf wen denn von denen? Auf den da, genau, auf den großen. Komm mal her, viel Spaß damit. Könnt wehtun. Haha. Der hält aber echt immer noch viel aus. Boah, Alter, das war ein harter Schlag, du Wichser. Oh oh, nicht gut. Nein, ich will den nicht angreifen. Gott. Oh, oh, wir sind gleich tot. Haha, da habe ich dir aber die Birne weggebratzt, oder, Kollege? Komm her. So, und damit jetzt auch alle nicht abhaut, aktiviere ich jetzt die Sensenraserei. Komm da runter. So, das war's mit dir. Liebe, überall. Der Bezirk ist voll davon. Es musste so kommen. Glücklicherweise. Alles schaut auf sie, während du dich in die Memorize-Zentrale schleichst. Hm, klasse. Ich weiß immer noch nicht, ob das alles so richtig ist. Also, ich meine, es gibt ja auch die normalen Bürger, die nicht so dafür waren, die nett sind, die das vielleicht auch alles gar nicht wollen. Man kann halt nicht alle Menschen unter einen Hut stecken. Das geht einfach nicht. Du hast uns das angetan. Vergiss mich. So, ja klar, ich meine, ich würde denen auch Vorwürfe machen, so ist es nicht. Okay, gut, da ist irgendwo was. Aber hier hinten ist ja auch noch, geht's ja auch noch irgendwo hoch. Jetzt frage ich mich, wo ich entlang muss. Ich überlege jetzt gerade. Ah, hier wahrscheinlich, ne? Jawohl, gut, dass wir das gemacht haben. Okay, was ist so doch richtig, erstmal nach hier zu gehen. Und ein Z-Patch, endlich. Na wow, 3 von 5, klasse. Haben immer noch nicht genügend. Wo geht's nochmal raus? Hier, genau. Fehlen uns immer noch 2 Stück für den nächsten Lebensbalken. Na, was soll's. So. Hier ist ja wieder so eine scheiß Drohne. Sie soll jetzt erstmal zurückkommen. Alter, ist das knapp. Hilfe. So, schnell hier durch. Hi. Ach, sag. Wenn Sie einen Elite-Enforcer treffen, nehmen Sie selbst Schaden. Ach, ist ja geil. So. Kann ich also. Was? Moment mal, wie kann ich dich dann. Wie kann ich die besiegen? Kann ich den dann besiegen? Und wenn ich den einmal treffe, bin ich tot.
Ja, ich bin gleich tot. Moment, wie mache ich das denn dann? Okay, ich habe wenigstens das ready. Ich habe eine Idee. Roste in Frieden? Nee, Logikbombe. Geht nicht. Sensendos? Also sind nicht dafür anfällig. Hä, ich dachte, ich krieg Schaden, wenn ich die angreife. Ich habe doch gar kein Leben gehabt. Das habe ich jetzt gerade irgendwie nicht kapiert. Also nicht so ganz zumindestens. Und was gibt's hier drinnen, dass ich hier rein kann? Ach, okay. Davon wieder etwas. Okay, die Typen, die blicke ich aber auch noch nicht so ganz. Ha, geil. Da schließe ich euch erstmal drin ein. Haha, jetzt kommt er da nicht mehr raus. Kann ich dich nicht auch irgendwo einschließen? Wäre irgendwie witzig. Ah! Das war klar. Drohne nach Zahlen, was ist das denn für ein Erfolg? Werden Sie während des Spiels auf beliebigen Schwierigkeitsgrad 5-mal von einer Drohne getroffen? Ja, okay, das war jetzt nicht im Sinne des Erfinders, aber ja, wie die meinen. Ich beende dann gleich aber auch mal wieder den Part. Naja, was soll's. Wo bin ich denn jetzt wieder? Hä? Ach so, hier direkt, okay. So, schließe ich direkt mal da drin ein. Ist da drin eigentlich irgendwie was, was man gebrauchen könnte? Nö, ich schließe die da einfach nur drin ein dann. Okay. Und wie komme ich... Aha! Ach nein, ich Idiot, die kommt ja noch viel weiter zurück, ich Genie. Scheiße. Gar nicht drauf geachtet. Gut, da möchte ich aber noch vorbei an diesen zwei Drohnen. Aber ich muss auch gucken, dass ich zum Speicherpunkt komme. Ganz vergessen. Darauf muss ich ja auch achten. Wo ging es nochmal lang? Da entlang. Gut. Geh da mal rein. So, jetzt warte ich wieder auf die andere Drohne. Ich will mal wissen, wie weit die fliegt. Bis nach da, okay. Geh weiter nach vorne, Scheißteil. Hey, Moment mal, was war das denn jetzt? Gott, ist doch echt scheiße. Ich hasse diese Drohnen. Dass man die nicht ausschalten kann. Ich hoffe, da kriegt man nochmal irgendwas von. Moment mal, kann man nicht dieses, das als Roboterteil da benutzen? Geht das nicht? Das will ich jetzt mal wissen. Ah ne, hier kann man eh nur stealth vorgehen. So, Jalousie, bitteschön, sei da erstmal drin. Und da komme ich jetzt eh nicht, an dieser scheiß Drohne komme ich gar nicht vorbei. Oder? Ne, ich komme da gar nicht erst rein. Wie soll ich das denn schaffen? Hä? Wie soll das gehen? Da jetzt dran vorbeizukommen. Fliegt die jetzt irgendwie weiter? Nee. Ja, creepy, wie soll ich das schaffen? Es ist mir gerade eine... Ach, hier kann ich durch. Ach so. Ha, jetzt versteh ich's. Jetzt kommt die hier nicht mehr rein. Okay. Ach, ich Genie. Okay, jetzt habe ich es kapiert so ein bisschen. Ha, okay. Jetzt bin ich hier. Was ist, wenn ich das öffne? Ach so. Ja, okay. Ich hab's verstanden, Leute. Ich hab's verstanden. Ist okay. Ich hasse die Drohnen. Ich hasse sie. Gut, also alles nochmal auf Neustart. Also, gut. Neid, du schaffst das. Du bist nicht blöd. Hoffe ich. Geh da rein, Drohne. So, die schließe ich da erstmal drin ein. Beziehungsweise lasse ich eigentlich auch direkt wieder raus. So. Gut, jetzt müsste ich eigentlich den Jalousienknopf hier drücken. Hey, das blicke ich nicht. Scheiße. Wenn die Drohne ja dann eigentlich hier reinkommt. Wie mache ich das denn dann?
Ich kann ja dann schlecht hier wieder rein, um das zu... Ich mach mal was. Ich weiß es nicht, ob es... Keine Ahnung, ich teste jetzt einfach mal kurz. Ich meine, die geht jetzt einfach hier rein, aber... Mehr auch nicht. Ich öffne das auch mal. Ah doch, klar. Ich weiß es, wie es geht. Gut, die bleibt jetzt erstmal drinnen. Die Drohne geht da jetzt rein und dann komme ich da dran vorbei. Ja, ja, genau, klar. Jetzt weiß ich, wie es geht. Geh da rein, Drohne. Geh da rein. Und jetzt gehe ich einfach hier dran vorbei. Ich hätte zwar noch das machen können, dass ich die Jalousie auch schließe. Das hätte ich bestimmt auch irgendwie geschafft, aber das war es mir jetzt nicht wert. Gut, und hier ist auch ein Speicherpunkt. Perfekt zum Beenden des Parts. Und dann sehen wir uns im nächsten wieder. Bis dahin sage ich, ciao, Leute.